Willkommen zurück zu Pokémon Gelb hier bei TGN und mit Neosan LPM. Wir tappen immer noch im Dunkeln, weil ich den Felstunnel ohne die VM Blitz bestreiten will. Ich habe die VM Blitz, aber ich will sie nicht benutzen. Bisok Nosp hat offscreen den Level 27 erreicht, weil er wilde Pokémon auf dem Wege hier besiegt hat. Dann kann die Reise ja weitergehen. Hier gibt's einen Wanderer. Aber zuerst dieses wilde Marschallo. Sollten wir das fangen? Wir können es einfach mal versuchen. Nach Body Slam, wenn er es überlebt, nehmen wir ihn mit. Hervorragend. Nur Angst, dass der mein Bisok Nosp zu sehr verletzt. Aber okay, wird schon klappen. So, Pokéball. Da, da, da. One, two, three. Da, 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 da. Wunderschön. Dieses Pokémon ist recht klein, doch seine Kampfsportkenntnisse machen es zu einem sehr starken Gegner. Toll, wir haben Marschallo und der nächste wilde Trainer. Wilde Trainer! Der nächste wilde Trainer. Rankenhieb und der ist down. Der hat ja nur einen kleinen Stein gehabt. Na gut, ihr seht schon, ich würde den Felstunnel auch so bestreiten. Ich kenne ihn ganz einfach auswendig. Achso, nee, da machen wir Frucht. Schnauze voll. Der macht mein Bisok Nosp noch kalt. So, aber ich will aber mal gucken. Will euch das zeigen, wie es aussieht. Pikachu kann es lernen. Blutzug. Das kommt mir sehr gelegen. Blutzug lernt Blitz. Und setzt ihn jetzt bitte ein. Yay, wir sehen einiges. Auf diesen Trainer. Body Slam. Oh nix, das ist natürlich gefundenes Fressen für dich, was? Rankenhieb. Level 28. Wann lernt er denn Rasierblatt? Meine Güte, da braucht man eine richtige Attacke, die fetzt. So, weg. Okay, es wird schwieriger. Body Slam. Aber weg. Rankenhieb. Rankenhieb. Deswegen meinte ich, optimales Training für Bisok Nosp. Hier mit den ganzen Kleinsteins und so. Das ist bestimmt auch noch welche. Onix, noch besser. Gibt DP genauso einfach zu besiegen. Und einen kleinen Stein hinterher. Als so kleiner Snack, als Dessert. So, nochmal. Und Georock. Schön, da freut sich doch. Der gute Bisa. Okay, leider ist er. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Es ist ein hartes. Es ist ein hartes Brot. Alle auf Level 29, nur Pikachu ist auf Level 30. Es sieht doch wunderbar ausgeglichen aus, wenn ihr mich fragt. Okay, Schillock auch. Bis auf Poluff! Gut, und Taubsi? Auch. Mauzi? Auch. Sie hat ihr Bestes gegeben. Also nicht wundern, wenn ich diese langweiligen Kämpfe, die halt wirklich momentan ein bisschen käsi sind, speede. Das sind halt nicht nur wahrscheinlich euch zu langweilig, mir auch. Schillock lernt Panzerschutz. Das ist ja Wahnsinn. Da freue ich mich natürlich einen Ast ab. Steigert die Verteidigung und sonst nichts. Das Routenschlag wirklich immer noch besser, finde ich. Nicht erlernen. Routenschlag senkt die Verteidigung des Gegners. Und ich denke, das ist ein bisschen wichtiger. Wenn gleich wir Routenschlag bei der nächstbesten Gelegenheit verlernen werden. Ach, du bist ja auch noch da. Du bist ein Pokédex, cool, ich möchte auch einen haben. Ja, ne, will er mir abnehmen, ne? So, Fleckmon. Was blockiert? Oh mein Gott, Aquaknarre sollte reichen, nicht zum Siegen. Noch ein Fleckmon, ah, immer noch blockiert. Blubstrahl, Blubstrahl, Blubstrahl. Down ist er. Blubstrahl, Blubstrahl, Blubstrahl. Fast schon schade, um den guten Blubstrahl. Auch ein paar Picknicker, mitten hier im Fels, unglaublich. Knofenser, das sieht nicht gut aus. Er hat uns vor allen Dingen eingeschläfert. Der macht uns platt. Pipi, Blubstrahl, Blubstrahl, weg. Nächste Trainerin. Blubstrahl, Taubsi weg. Blubstrahl, Raffratz weg. Level 32, Raffratz, Blubstrahl. Myrabla, Biss. Biss. Oh, ich schlafe. Ich sterbe. Nein, ich habe ihn besiegt. Mit Biss. Biss. Das hat Biss. Da oben ist auch nichts. Keine Items für mich. Blubstrahl weg. Myrabla bis weg.
Taubsi, Blubstrahl, weg. Zubat, Blubstrahl, weg. Da sind wir auch schon wieder am Ausgang und gleich kommt eine sehr interessante Trainerin, die was mit der fünften Generation zu tun hat. Also zumindest so mitbekommen. Also gucken wir uns das mal an. Die Trainerin hier. Ich bin nicht fit. Na okay. Besieg dich mal eben. Bis, bis. Weg, weg. Tauboga. Nicht schlecht. Wenn wir sie jetzt nochmal ansprechen. Viele Pokémon in dieser Gegend sind grob. Ich wünsche, eines wäre rosa und trüge ein Blumenmuster. Rosa und Blumenmuster, ja? Stimmt das? Dieses Spiel stammt aus dem Jahre 1996. Pokémon Schwarz und Weiß stammen aus dem Jahre 2011. Und dies ist ein Pokémon aus der fünften Generation von Pokémon Schwarz und Weiß. Rosa mit Blümchenmuster. Leute, das ist ein Easter Egg. Top Ether für mich. Und ja, was gibt's hier noch für Trainer? Hier gibt's noch einige. Shilock ist am Ende, allerdings gibt's ja noch mehr Pokémon. Aquaknarre. Reicht Level 33, Onix. Weg mit dem. So, nächste Wanderer. Weg mit dir. Weg mit dir. Wahnsinn. Und wir erreichen gleich Lavandia. Weg mit Tragosso und Fleckmon wird schwieriger. Blockiert, aber dennoch geschafft. Shilock, ich bin stolz auf dich. Ja gut, die ganzen Mythen um die Lavandia-Musik lasse ich jetzt mal ruhen. Halloween-Special, sage ich nur. Und wir heilen uns vor allen Dingen erstmal. Ich denke, dass Shilock jetzt der Stärkste ist. Oh ja, das ist er. Dieser Knosp ist leider der Schwächste. Dann kommt Lutexo, dann kommt Pikachu. Und erst dann kommt Shilock. Also, so ist das Training jetzt. Lavandia können wir jetzt nicht viel machen. Gar nichts. Wir müssen erst weiter nach Prismania. Und da warten wieder jede Menge Trainer auf uns, die besiegt werden wollen. Rankenhieb auf Pipi. Vielleicht wäre Body Slam da besser gewesen. Oder zu Schneider kommen. Zack. Das hier ist ein Spieler. Oh, ein Feuer-Pokémon. Also, damit sollten wir nicht spaßen. Rasierblatt, endlich. Ich danke Gott dafür. Soll eine Attacke vergessen werden? Natürlich. Zerschneider, Body Slam, Giftpuder. Ja, Rankenhieb brauchen wir jetzt nicht mehr, da wir jetzt Rasierblatt haben. Oh yeah, Motherfucker. Level 30 Rasierblatt. Vulpix, kein Problem. Aber das mit Body Slam. Der Feuer-Pokémon, sensationell. Und der Streber hat einen Slimer, auch mit Body Slam empfehlenswert. Slimog hat er sogar, Wahnsinn, nicht schlecht. Da zieh ich meinen Hut. Das ist doch mal gut, das ist doch mal schöne Abwechslung und so, ne? So, hallo du. Mozi ist so süß, miau, miau. Ist klar. Rasierblatt. 31. Rasierblatt. Gut. Rasierblatt. Gut. Hier stehen so viele Trainer an einer Stelle, Mann. Rasierblatt. Gut. Upsi. Zu viel Speed ist nicht gut. Nidoran. So. Weg damit. Nidorina. Uiuiui. Aber noch besiegt. Ist doch noch eine. So, du hast viel Zeug. Ich mach's der Schneider. Das wird Bisaknosp nicht durchstehen. Time for Clutexo. Da könnte auch mal was Neues lernen. Der hat nur die Clut als Feuerangriff. Aber es dauert noch, bis er Flammenwurf erlernt. Level 30 jetzt erstmal. Ist das nicht schön? Okay. Oh, dich brauchen wir ebenfalls für den Mew-Sheet. Du bist empfehlenswert dafür. Allerdings haben wir ja den anderen schon besiegt, den Fleckmon-Trainer, den wir auch brauchen, um Mew zu fangen. Deswegen ist es nicht mehr von Bedeutung. So, lauter Wasser-Pokémon. Alter, ich bekämpfe die Feuer-Pokémon mit Pflanzen-Pokémon und die Wasser-Pokémon mit Feuer-Pokémon. Was mache ich falsch? So. So, komm, geh baden, Smogon. Und du auch. Und du auch. Alle mit Schaufel erledigt. Ja, auch da geht's nach Safronia City, allerdings ein anderer Tunnel.
So, gehen wir mal schnell. So. Gut, hier gibt es, glaube ich, auch gute wilde Pokémon, zum Beispiel Taubsi. Oder Taubsi. Was? Du denkst, du wurde besiegt? What the F? Nee. Oder Taubsi. Oder Pummeluff. Was sucht denn der hier? Haben wir den vorhin schon gefangen? Nee, oder? Egal, ich fange ihn jetzt halt. Marco, setz ein Pokémon gegen Pummeluff ein. Eins, zwei, drei. Pummeluff wurde gefangen. Herrlich. Dieses Pokémon bestört. bestört Gegner mit seinen großen Augen, bevor es ihn in den Schlaf lullt. Hier gibt es aber noch mehr. Hier gibt es doch Vulpix Vulcano, oder? Ich weiß zwar nicht jetzt, welche auf der gelben Edition davon waren, ja? Was, der Burger? Aber den haben wir ja schon, ne? Den haben wir definitiv schon. Time for Pikachu. Aber wenn es ja... Oh, Abra. Ja, da müssen wir schnell ein Item werfen, weil dem seine einzige Technik ist Teleport. Und dann ist er weg. Also solange wir eh nicht einschläfern... Ja, das hat nicht geklappt. Tschüss, Mann. Mach's gut. Taubsi. Tschüss. Tauburger. Tschüss. Hartfratz. Tschüss. Pummeluff. Tschüss. Hartfratz. Tschüss. Ja, scheint nicht so auszusehen, als wäre hier noch was atemberaubendes. Taubsi. Tschüss. Taubsi. Tschüss. Nee. Lassen wir es. Gehen wir nach Prismania City und haben jede Menge Spaß in der, ja, einer der beliebtesten Städte überhaupt in Kanto. Weil in Prismania City gibt's alles. Komm im Pokémon Center. Yay, wir heilen uns. Hier gibt's wieder jede Menge verdammte Kämpfe. Aber auch jede Menge schöne. Wir können uns Sachen kaufen. Im Einkaufszentrum. Ich glaube, da gehen wir direkt zuerst hin. Und versuchen, Pikachu zu entwickeln. Mhm. Ihr habt richtig gehört. Pokémon Markt. Hallo. Tun wir jede Etage mal abklappern. Was gibt's denn hier schon? Oh, komm, wir kaufen uns erstmal, was wir brauchen. Obwohl, wir haben ja... Ach, ist schon ärgerlich, ne? Wir können ja nicht so viele Items tragen. Aber du schenkst uns irgendwas. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit, doch? Vielleicht hilft dir das für hier. Na, TM 18. Was ist das? Feuerrot war es. Konter. Und hier auch. Ja, bring es... Schillock bei, von mir aus. Für Rutenschlag halt. Aber ich mag die Attacke trotzdem nicht. Nee, mag ich nicht. No way. Ist no good. Hier diese, die hier, ne? Hab ich immer gedacht, das wären Opis mit alten Bärten. Also mit alten grauen Bärten. Ich spiele hier Gameboy. Ja. Eine andere Edition mit Gameboy Advance und dann mit Dings. DS. Pokepuppe, Feuerstein. Wasserstein. Wir nehmen zwei Feuersteine, Donnersteine. Warum zwei? Ist doch ganz klar, die Insider wissen's. So. Gehen wir nach ganz oben. Was ist mit dir nochmal? Das glaubst du oder nicht? Meine Schwester ist eine Trainerin. Aber sie ist so kindisch, ich werde noch ganz verrückt. Irgendwas hilft die mir. Ich bin durstig. Ein Königreich für einen Getränk. Okay. Na ja gut, hier gibt es ja welche, ne? Automat, zur Auswahl stehen Tafelwasser. Wir sind Sparbrötchen. Wir kaufen nur Tafelwasser, und zwar zweimal. Wir brauchen auch Tafelwasser für die Wächter von Saffronia City. Gibt's denn was für ein Mädchen? Gibt's was für ein Mädchen? Ja, Tafelwasser! Vielen Dank! Nimm bitte dieses Geschenk! TM13! Eisstrahl! Geil! Gleich mal beibringen. Wir haben so viele TMs bei, dabei. Eisstrahl, wer kann das lernen? Keiner. Schillock! Geil. Lern's. Haha, was haben wir vergessen? Konter, hä? Ich mach Aquaknarre. Weil Aquaknarre und Blubstrahl sind ja fast identisch, deswegen. Weg damit!
Eisstrahlhammer. So, wollen wir Pikachu mal weiterentwickeln? Das machen wir, glaube ich, dann a little bit später. Gute Peter. Gehen wir ganz nach unten. Ich glaube, das war alles Wichtige. Ich könnte mir jetzt noch mal die TMs angucken, die wir so haben. Und was wir in den PC legen und was nicht. Ach, herrlich, ich mach Brisania City, ey. Das ist schon epische City. So, was haben wir denn? TM24, Donnerblitz. Oh, episch, episch, episch. Behalten wir erstmal. VM5 können wir ablegen. KP Plus, geben wir einfach mal Pikachu. Ist zwar noobig, das jetzt zu tun, aber ich hab's trotzdem getan. So, TM30 ist Teleport. Können wir nicht gebrauchen, also 30. Weg, Top-Ede. Auch erstmal weg. Das heißt, nein, da wollte ich nicht hin. PC von Markus. Also das Problem hatten wir ja schon mal. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Items, die wir tragen können. Was ich doof finde, aber... Gut. Rab-Coupon brauchen wir nicht mehr. TM24 ist Donnerblitz, ist sehr gute Attacke, deswegen lasse ich die erstmal. Top-Ether lassen wir auch erstmal. Brauchen wir jetzt noch nicht, wir haben noch genug normale Ether. Und Tafelwasser, ja, der Rest können wir mal lassen. Nugget auch erstmal beiseite. So sieht's aus. Wir werden im nächsten Part Pikachu den Donnerstein geben und wir alle wissen, Pikachu entwickeln sich mit einem Donnerstein zu Raichu. Und ja, Leute, freut euch drauf. Bis zum nächsten Part und ciao.